niemals zu kalt, seinen Bus zu fahren. Wenn der Umweltdiesel losnagelt. Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, wie im Intro schon gesagt, es ist niemals zu kalt, mit dem Bus zu fahren. Also mit diesem Bus hier. Nicht mit denen, die da an den Haltestellen halten. Ich denke an die Umwelt und fahre mit dem Bus, nämlich mit meinem Umweltdieselbus. Ja, ich dachte mir einfach, Leute, ich weiß, dass das Thema T3 Bus Bulli bei euch teilweise auch gut ankommt auf dem Kanal. Und dementsprechend dachte ich mir, ich mache jetzt mal ein Video, wo ich auch so ein paar Sequenzen zusammen oder ein oder andere reinschneiden werde. In jedem Fall, ja, erlebt, erfährt. Wunderbar. Und das, ja, nach, ich hätte jetzt vorsichtig gesagt, fast 10 Jahren Standzeit. Wir haben den Bus in den letzten Jahren immer wieder sporadisch bewegt. Ihr seid so ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Mein Vater hat dieses Auto hier gekauft, da war ich 4 Jahre alt. Meine erste wirklich bewusste Erinnerung ist hier in diesem Auto. Mittlere Sitzbank, mittlerer Sitzplatz bei der Probefahrt dieses Autos. Das ist meine erste bewusste Erinnerung, die ich habe. Und dementsprechend habe ich mir direkt gesagt, komme was da wolle, diesen Bus werde ich behalten. Ich werde ihn hegen und pflegen, ich werde ihn in Ehren halten. Und vor allen Dingen werde ich das mit ihm machen, wofür er gebaut worden ist, nämlich fahren. Ja, im letzten Jahr, also jetzt in diesem Jahr, das ist jetzt Mitte Dezember, wo ich das Video hier aufnehme, habe ich einige längere Touren schon mit dem Bus gefahren. Ich bin mit ihm knapp 220, 250 Kilometer gefahren, um verschiedene Teile zu holen. Ich war mit dem Auto 700 Kilometer unterwegs zur Nordsee und wieder zurück. Mit einem kleinen Schlenker zu einer Freundin, die auf dem Weg wohnt. Und ja, er läuft wie eine Eins. Ich habe jetzt mit dem Auto knappe über 5000 Kilometer dieses Jahr gefahren. Und ich bin mega zufrieden. Der ist in so einem Top-Zustand, was Motorgetriebe angeht. Und ich freue mich darauf. Nächstes Jahr, Anfang des Jahres, geht er zur Wartung. Ölwechsel, Luftfilter, Dieselfilter und so weiter wird alles gewechselt. Und dann geht es jetzt in nächster Zeit los mit einem kleinen Umbau. Das heißt, ich habe zwei alte Küchenschränke, die ich ein bisschen ummodeln werde und die hier zur Rückwand hin einbauen werde für den Urlaub nächstes Jahr. Wir werden mit dem Auto 2 Wochen nach Italien fahren. Komme, was da wolle, und wenn ich meinen Job dafür kündigen muss, nächstes Jahr ist dieses Auto 2 Wochen in Italien. Und ja, dafür werden halt schon die ersten kleineren Umbauten gemacht. Die werden dann natürlich auch im Laufe des Frühjahrs das ein oder andere Mal getestet. Und ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Videotechnisch werde ich natürlich auch das ein oder andere zu dem Umbau nachher aufnehmen, aufzeichnen, in Videoform auch veröffentlichen. Und ja, im Großen und Ganzen wird der gute alte Bus hier nächstes Jahr auch viel meiner Touren auch für den Kanal hier mit begleiten. Im Moment bin ich auch ein bisschen am hin und her überlegen, ob ich hinten einen festen Einbau mit einem Bett mache oder ob ich vielleicht die Sitzbank drin lasse, die drin ist, und oben ein Dachzelt zum Schlafen drauf baue. Weil ein Dachzelt hätte den Vorteil, dass ich, wenn das Wetter schlechter ist, hinten im Auto drin sitzen kann, kochen kann, essen kann und so weiter. Und ja, halt nicht immer umbauen muss, wenn ich dann das machen möchte und nicht gerade schlafen will. Wohnwagen hatte ich mir auch schon überlegt. Jetzt kommt aber der Knackpunkt. Wenn wir längere Touren machen, möchte ich mindestens eines der Motorräder mitnehmen können. Sprich die Buell oder die Harley. Also Anhänger hinten dran, weil keines von den Motorrädern hier in den Zwischenraum passt. Und diese Hin- und Herschiebereien, Basteleien möchte ich mir nicht antun. Möchte ich dem Auto und dem Motorrad nicht antun. Also dementsprechend ist im Moment die Überlegung, Dachzelt, hinten den Innenraum ein bisschen anpassen und halt einen Hänger mit Solaranlage bauen, damit ich da den Strom generieren kann.
Da werde ich mir dann auch ein bisschen was überlegen müssen, wie ich das Ganze natürlich zusammenbaue im Hinblick auf Übertragung ins Fahrzeug. Vielleicht auch das Dachzelt so weit vorne oder hinten montieren, dass ich noch zwei Solarplatten mit aufs Dach kriege. Ich würde sich zeigen. Ein Teil der Sachen für die Umbauten sind ja mittlerweile schon da und vorhanden. Und ja, ich freue mich drauf, wenn das jetzt anfängt loszugehen. Aktuell suche ich auf jeden Fall Dachgepäckträger für ein T3 Flachdach. Wenn ihr da einen haben solltet, einen Satz oder auch einzelne, meldet euch gerne. Und ja, Thema T3, Camper-Umbau wird also in den nächsten Wochen anfangen zu starten. Wenn euch das interessiert, lasst gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht habt. Und ja, Anregungen gerne unten reinschreiben zum Thema, was euch wichtig wäre bei einem Camper, mit dem ihr länger auf Tour geht. Und wie ihr das machen würdet. Würdet ihr einen Festbetteinbau hinten reinsetzen? Würdet ihr die Variante mit dem Dachzelt nutzen? Weil mir ist wichtig bei dem Auto, ich möchte keine neuen Löcher bohren, ich möchte keine Umbauten machen, die nachher den Urzustand des Fahrzeuges ja, zerstören oder abändern. Das möchte ich einfach nicht, der Wagen soll so bleiben, wie er ist, aber halt trotzdem Campingmöglichkeit bieten, dass man halt auch mal zwei Wochen nach Italien fahren kann. In dem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, ich wünsche euch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend. Ach ja, Szene zum Ende blende ich euch noch ein. Der erste leichte Offroad-Einsatz des Art, der hier auch schon hinter sich ist, natürlich kläglich gescheitert, weil die Furche, über die ich fahren wollte, doch tiefer war, als ich gedacht habe. Und ja, gab es eine kleine Bergungsaktion bei unserem Treffen. Das werde ich euch noch zum Schluss hier reinschneiden. Ich fand es lustig, ich fand es geil und ja, muss mich auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr mit dem Thema T3 Offroad bewegen als 2-Wheel-Drive, also Hinterradantrieb, ein wenig beschäftigen. In dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und in dem Sinne, bis zum nächsten, euer Mike.